Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute kommt mein Geburtsbericht und weil ihr vermutlich schon im Geburtsvlog gesehen habt, dass das Ganze ein bisschen schneller ging, werde ich vorab auch nochmal das Thema Kinderwunsch ansprechen. Also sozusagen unser Weg vom Kinderwunsch bis hin zur Geburt unseres zweiten Kindes. Und ja, werde direkt jetzt loslegen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Wer mir schon ein bisschen folgt, weiß, dass ich im Mai 2019 ein Kinderwunschvideo hochgeladen habe. Das habe ich einige Zeit davor schon gedreht, aber dann erst im Mai hochgeladen, weil ich mir einfach nicht sicher war, ob ich das Thema teilen möchte. Habe mich aber dann doch dazu entschieden, weil ich einfach der Ansicht war, dass man das ruhig sagen kann, dass es eben nicht auf Anhieb klappt, sondern einfach seine Zeit jetzt braucht. In unserem Fall waren es gute anderthalb Jahre, bis es jetzt dann mit der zweiten Schwangerschaft geklappt hat. Und ich finde, das ist dann auch okay, darüber zu sprechen. Also es kann ja nicht immer auf Anhieb klappen. Und bei mir lagen zum Beispiel auch so eine Hormonstörung vor und dadurch hatte ich halt super unregelmäßige Zyklen und es hat einfach bei mir gebraucht. Und ich finde, das kann man dann auch so sagen und so teilen, weil man oft, finde ich, gerade auf Social Media dann eben nur sieht, ah, ich bin schwanger, aber keiner spricht darüber, wie lange es halt vielleicht gedauert hat, bis man schwanger wurde. Und deswegen hier nochmal kurz angeschnitten, dass es bei uns eben wirklich eine Zeit gedauert hat. Ich habe es eben schon gesagt, bei mir lag halt auch so eine Hormonstörung vor, wodurch ich halt super unregelmäßige Zyklen hatte. Und dadurch bin ich eben auch nicht zack schwanger geworden und das hat halt ein bisschen gedauert, weil man auch schwer dann natürlich einen Eisprung bestimmen kann, wenn man dann überhaupt einen hat. Und ich habe hier mal meine Kiste wieder rausgekramt, wo ich sämtliche Sachen aufbewahrt habe. Ich habe zu der Kinderwunschzeit nämlich auch teilweise so Buch geführt, damit ich so einen Überblick habe, wie denn mein Zyklus überhaupt verläuft, wann eventuell ein Eisprung ist, damit man dann einfach mal so einen kleinen Überblick hat. Ich habe hier noch das Gummifeen liegen, die verschlossene Packung, was ich nie genommen habe. Ich habe hier noch meine angefangene Packung der Clear Blue Ovulationstest liegen. Und dann am Ende kamen natürlich auch die positiven Schwangerschaftstests, was natürlich so das Schönste ist. Aber so viel eben nochmal vorab, dass es bei uns wirklich anderthalb Jahre gedauert hat und diese anderthalb Jahre, man kann es sich wahrscheinlich vorstellen, ist so eine Berg- und Talfahrt. Am Anfang sagt man sich halt auch, alles entspannt und es dauert halt so lange, wie es dauert. Und so war es halt auch am Anfang, man war entspannt, weil es fing ja gerade erst an, aber mit der Zeit macht man sich halt schon seine Gedanken, warum es halt nicht direkt klappt. Und man sieht eben nur dann auf Social Media, auch die ist schwanger und die ist schwanger und die bekommen ihr zweites Kind oder drittes Kind, wie auch immer. Und natürlich freut man sich dann für diejenigen, aber man macht sich natürlich auch Gedanken, warum es bei einem selber nicht so schnell klappt. Und es ist dann irgendwie auch so ein bisschen frustrierend natürlich mit der Zeit. Aber deswegen lasst euch gesagt sein, wenn es bei euch länger dauert, nicht direkt immer verzweifeln und ihr seht ja, es ist bei anderen eben auch normal, dass es länger dauern kann und nicht bei jedem ist der erste Versuch ein Treffer, also man sagt das immer so einfach, versucht entspannt ranzugehen, aber im Endeffekt ist es fast der beste Rat. Natürlich kann man sich irgendwann dann auch Unterstützung dazu holen und bei uns hat am Ende tatsächlich einfach nur geholfen, den Zyklus so ein bisschen zu beobachten und mit Ovulationstests zu gucken, wann ein Eisprung ist. Also das war tatsächlich am Ende ausschlaggebend. Kein Medikament, sondern einfach nur tatsächlich die Ovulationstests. Und so viel nochmal vorab zu unserem Kinderwunsch. Es hat lange gedauert, aber jetzt haben wir unser zweites Wunder bei uns und das lässt so die anstrengende Zeit natürlich auch so ein bisschen wieder vergessen und am Ende ist man ja einfach froh, sein gesundes Kind in den Arm zu halten. Kommen wir nun zum Geburtsbericht und da fangen wir einfach mal morgens am 14.01. an. Da hatte ich nämlich nochmal einen Chiropraktikertermin. Vielleicht wissen es einige, ich bin in der Schwangerschaft zum Chiropraktiker gegangen, einfach so geburtsvorbereitend, weil dann einfach immer justiert wird. Es wird geguckt, ist das Becken gerade, damit das Kind auch richtig schön später während der Geburt ins Becken rutschen kann. Und sozusagen der Weg richtig schön frei ist und alles gerade ist, damit er sich nicht, ich sag mal, verkeilt. Und hatte, wie gesagt, am Dienstagmorgen nochmal meine letzte Justierung.
Und ja, hatte am Vortag ja auch den Frauenarzt besucht. Da sagte sie ja schon, na, mal gucken, ob wir uns wiedersehen. Ich war der Meinung, wir sehen uns wieder. Ja, und am Dienstag, sonst vormittags, nachmittags, beziehungsweise mittags war erstmal nicht so viel los. Ich hatte zwischendurch mal ja, Übungswehen, würde ich sagen, aber ansonsten gab es da nicht so viel. Und ich hatte in der Insta-Story auch noch gesagt, am frühen Nachmittag, es ist alles ruhig, also zwar so Übungswehen, aber ansonsten passierte nicht so viel und dass ich auf unseren Besuch warte. Denn am Dienstagnachmittag kamen dann noch Nadine und Emilia vorbei, waren zum Kaffee und Kuchen da und haben uns nett unterhalten und haben auch wohl gerätselt, so wann der kleine Mann sich auf den Weg macht. Und ich hatte halt am Nachmittag auch Übungswehen, habt ihr halt auch gemerkt. Vielleicht, ich würde einfach sagen, so intensivere Übungswehen. So. Und Nadine und Emilia sind dann irgendwann wieder gefahren und ich hatte gegen 17.30 Uhr, würde ich sagen, mit Mila recht früh Abendbrot gegessen. Julian hatte an dem Tag Spätdienst und ich habe sie danach auch direkt gebadet, also so gegen 18 Uhr, würde ich sagen. Und da hatte ich dann schon Nadine eine Sprachnachricht geschickt, so kurz nach 6 und meinte, es tut sich heute doch mehr, als ich dachte. Also die Übungswehen merke ich schon intensiver, also werden einfach stärker, habe ich das Gefühl. Und habe dann Mila eben schnell zu Ende gebadet, weil ich dachte, wer weiß, vielleicht wird es ja wirklich mehr. Dann habe ich sie wenigstens gebadet und sie ist dann im Bett. Und Mila war auch wirklich so um, ich würde sagen, kurz vor 7 oder 6:30, 7:15, wirklich sehr, sehr pünktlich im Bett an dem Tag. Und ich habe dann danach einfach gedacht, gut, dann dusche ich jetzt auch nochmal eben. Also bin so um kurz vor 7 duschen gegangen. Und ich muss mal auf mein Handy gucken, ob ich hier noch irgendwas vermerkt habe. Ich hatte dann nämlich an dem Abend dann auch immer viel mit Nadine hin und her geschrieben und hatte sie so auf dem Laufenden gehalten. Und ja, da waren so die Wehen nicht wirklich regelmäßig. Ich habe sie aber immer intensiver wahrgenommen. Also es war jetzt nicht nur so, ach ja, da ist eine Übungswehe, aber ist halt so, sondern ja, die waren schon deutlich merkbar. Wie gesagt, ich bin dann duschen gegangen und habe dann einfach mal so um kurz vor 7:07 angefangen, die Wehen zu messen. Also wie lange die gehen, wann sie kommen. Und ja, die kamen dann schon relativ regelmäßig. Also schon so alle 5-6 Minuten. Manchmal waren die Abstände sogar noch kürzer. Und habe halt aber gedacht, ja gut, es war noch nicht schmerzhaft, also es waren einfach für mich sozusagen sehr intensive Übungswehen, wo ich manchmal zwar auch schon innehalten musste, um mich darauf zu konzentrieren, aber ich musste noch nichts veratmen und hatte dann auch zu Nadine geschrieben, boah, irgendwie geht's voran und Nadine sagte auch schon, bist du dir nicht sicher, dass du Julian schon mal Bescheid sagen willst und deiner Mama, weil man weiß ja nie, wie schnell es geht und ich habe gedacht, ach ja, ich schau mal und habe dann, Moment, wann habe ich Julian geschrieben? Um 20 Uhr habe ich Julian geschrieben, auch, dass er vielleicht so mal in 30 Minuten, 45 Minuten eventuell Feierabend machen könnte. Er hat dann auch direkt angerufen und hat gesagt, nee, wenn, mache ich jetzt Feierabend. War im Nachhinein auch ganz gut. Und um 7:45 hatte ich dann auch meine Mama angerufen, hatte gesagt, wie es gerade aussieht und dass sie sich sonst auch schon mal auf den Weg machen kann, um dann Mila zu holen. Und Julian war dann, glaube ich, gegen kurz nach 8:30 irgendwie um den Dreh zu Hause. 8:45 war meine Mama da und meine Schwester, die haben Mila dann auch abgeholt. Erst war ja der Plan, dass die eventuell einfach hier bleiben. Sie haben aber Mila dann mitgenommen und das hat zum Glück auch alles super geklappt. Mila hat davon gar nichts richtig mitbekommen, die hat so weitergeschlafen. Und dann sind wir um 21 Uhr los ins Krankenhaus. Und da bis dahin wurden die Wehen also wirklich deutlich spürbar. Auch noch nicht richtig schmerzhaft, einfach, ich würde sagen, unangenehm, aber jeder hat ein anderes Schmerzempfinden. Und da war der Abstand schon so, ja, so 5 Minuten auf jeden Fall, manchmal eben auch kürzer. Und dann haben wir uns, wie gesagt, um ja, 21 Uhr auf den Weg ins Krankenhaus gemacht. Und ihr habt ja im Geburtsvlog schon ein bisschen was mitbekommen, also gegen 21.20 Uhr waren wir dann im Krankenhaus. Der Weg dahin war nicht ganz so angenehm, weil jede Holperschwelle während der Wehen ist nicht so angenehm. Das werden bestimmt einige von euch kennen, die mit dem Auto dann zur Geburt ins Krankenhaus sind, dass das oft denn unter den Wehen nicht ganz so angenehm ist. Waren dann halt im Krankenhaus, sind dann halt so zum Kreissaal gewatschelt, also ich eher, Julian nicht, und haben geklingelt, haben gesagt, wie es aussieht. Und in unserem Krankenhaus ist das ja ohne Anmeldung, von daher ja, wird man dann erstmal an CTG sowieso ja angeschlossen.
Sie haben gesagt, ja, eine halbe Stunde CTG. Es war dann auch so eine gute halbe Stunde. Und am Anfang während des CTGs hatte ich halt, wie gesagt, diese stärkeren Übungswehen, wie ich sie nach wie vor bezeichne, wo ich doch auch schon ein bisschen veratmen musste und habe dann während dieser halben Stunde gemerkt, wie stark sich die Wehen aufbauen und hatte am Ende des CTGs zum Ende hin halt schon das Gefühl, ich habe richtig Druck nach unten und dass ich teilweise schon kurz davor bin, mitpressen zu wollen. Und das kenne ich so von Milas Geburt noch, dass ich auch dieses Gefühl halt noch so im Kopf hatte, dass das halt wirklich kurz vor den Presswehen dann war. Und von daher war ich dann recht froh, als die halbe Stunde um war und sie auch zum Untersuchen kam und hatte mich dann eben untersucht und untersuchte mich und guckte mich so ein bisschen komisch an. Ich dachte, oh Gott, jetzt ist irgendwie Fehlalarm und der Muttermund ist noch nicht ansatzweise geöffnet. Und sie sagte dann so, ich dachte erst, der Muttermund wäre noch so weit hinten, dass ich ihn kaum tasten kann, aber der Muttermund ist eigentlich so gut wie geöffnet. Steht nur noch so ein kleiner Saum. Also eigentlich waren wir da schon bei fast 10 cm. Es war wirklich nur so ein kleiner Saum. Ich dachte nur so, was? Also es ging dann wirklich sehr, sehr schnell und sie sagte dann auch so, dann gucken wir mal eben, wo wir einen Kreißsaal frei haben. Und dann ging es halt um 21:15 in einen Kreißsaal. Hier gab es gerade eine kurze Pause. Jari ist wach geworden und musste gestillt werden. Und jetzt geht's weiter. Ich glaube, wir waren so 21:15 ging es in den Kreißsaal. Es war so ein kleinerer Kreißsaal, habe mich da aber sehr wohl gefühlt. Und ich hatte auch eine richtig tolle Hebamme wieder. Also die hat mir echt so den Freiraum gelassen, den ich brauchte. Das war bei Mila schon so. Also wenn man natürlich geklingelt hat, war sie sofort irgendwie zur Stelle. Aber ansonsten brauchte ich niemanden, der mir die Händchen hält oder den Rücken massiert oder irgendwas. Und das hat sie auch irgendwie, ja, mir auch diesen Freiraum eben gegeben. Und das fand ich total toll. Und deswegen waren wir so eine halbe Stunde ungefähr allein im Kreißsaal. Ich bin ein bisschen hin und her gelaufen, habe mich dann aufs Bett gelegt und so um 20 vor 11 ungefähr habe ich dann aber geklingelt, weil ich gemerkt habe, so der Druck nach unten wird schon ziemlich stark und dass ich einfach das Gefühl habe, jetzt auch mitpressen zu müssen. Und deswegen kam sie, hat mich untersucht und der Muttermund war dann eben auch komplett geöffnet. Und ja, dann ging es halt mit dem Presswehen los und das war, glaube ich, so für mich das Schmerzhafteste der gesamten Geburt, würde ich sagen. Die Presswehen dieses Mal bei der Geburt habe ich auch schmerzhafter empfunden. Die man heißt ja Austreibungsphase, hat auch dieses Mal länger gedauert, glaube ich, als bei Mila. Da ging es deutlich schneller. Aber ja, es war okay. Also, was heißt okay? Natürlich ist es schmerzhaft, aber man steht es halt durch. Man weiß ja, auf was man hinarbeitet quasi, dass jede Wehe einem das Kind quasi näher bringt. Und ja, die Fruchtblase war noch nicht geplatzt zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, so bei der zweiten Presswehe oder so ist sie dann gesprungen. Und um 22:45 ist unser kleiner Schatz geboren. Um kurz nach 11 kam noch, glaube ich, die Ärztin dazu. Also irgendwie kurz vor der Geburt kam die Ärztin dazu. Da weiß ich noch, sagte die Hebamme, jetzt können Sie ruhig mal klingeln. Dann kommt die Ärztin dazu. Dann hatte ich irgendwie noch, weiß ich noch, irgendwie geklingelt, weil die Klingel direkt neben mir lag. Und dann kam, wie gesagt, die Ärztin direkt dazu. Ja, die stand aber eigentlich nur da, hat geguckt, falls irgendwie wirklich Hilfe benötigt werden sollte. Ansonsten hat die Hebamme eigentlich ja die Geburt quasi unterstützt, sag ich mal. Und ja, um 22:45 ist er dann geboren. Und als er dann da war, wurde er auch direkt auf meine Brust gelegt und Julian hat die Nabelschnur durchgeschnitten. Und nachdem dann auch so die Plazenta geboren war, also die Nachgeburt da war, wurde halt geguckt, ob die vollständig ist. Die Ärztin war auch da und die haben halt geguckt, wie gesagt, ob alles da ist, so wie es halt bei jeder Geburt gemacht wird. Und dann war so meine erste Frage danach, ob es eine Geburtsverletzung gibt, weil die hatte ich ja auch bei Mila und die fand ich auch so danach recht schmerzhaft, also auch im Wochenbett. Und deswegen war so meine Frage, gibt es eine Geburtsverletzung? Und die Hebamme hatte schon geguckt und sagte, ja, es gibt einen kleinen Scheidenriss, also wirklich nur ein kleiner Riss, wurde dann von der Ärztin genäht und das war auch aushaltbar, also natürlich nicht angenehm, aber bei Mila war das Nähen deutlich schmerzhafter. Und dann ging es danach erstmal in einen anderen Kreißsaal, wo wir erstmal so ankommen konnten. Das hatte ich ja auch kurz im Geburtsvlog gezeigt. Und dann ging es danach auf die Station. Also das ist immer so bei jeder ambulanten Geburt, dass man halt nicht vom Kreißsaal direkt entlassen wird, sondern erstmal da kurz auf die Station aufgenommen wird und von da aus dann quasi entlassen wird. Ich habe mich dann quasi dazu entschieden, bis zum Frühstück zu bleiben, weil in der Nacht keine Kinderärztin da war. Also die ist dann nur auf Abruf da, falls es Notfall gibt und eigentlich nicht für die ambulanten Entbindung.
Und ich wollte natürlich, dass auch mal eine Kinderärztin auf Yari schaut. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann bleibe ich halt bis zum Frühstück. Wenn die Ärztin dann da ist, dann kann sie einmal auf Yari gucken und ich lasse mich dann entlassen. Und so war ich dann quasi bis 8 ungefähr morgens im Krankenhaus oder 8, 9 Uhr, bis Julian mich dann abgeholt hatte ungefähr. Ja, also es war jetzt nicht so eine ganz schnelle ambulante Geburt, aber ich bin jetzt auch nicht großstationär da geblieben. Es war für mich dann aber auch so in Ordnung, war ja dann doch auch nicht lange auf der Station und war für mich auf jeden Fall so die richtige Entscheidung, sodass wir dann auch ganz entspannt zu Hause ankommen konnten. Und alles andere habt ihr ja quasi danach dann auch in den Vlogs gesehen. Aber ja, das war so unsere zweite wirklich recht schnelle Geburt. Also wenn man überlegt, dass ich halt so gegen 18 Uhr so die ersten, ich sag mal, spürbaren Wehen hatte, wo ich dachte, das könnte was werden. Aber ich war mir bis kurz vor 8 nicht mal sicher, ob es wirklich mit der Geburt losgeht. Und ja, um 21:45 ungefähr im Kreißsaal gewesen und um 22:45 war er da. Das war eigentlich schon unser Geburtsbericht, also eine wirklich recht zügige Geburt, wenn man halt überlegt, wann wir losgefahren sind, wann wir im Krankenhaus waren und wann der kleine Mann da war. Also viel länger vom Gefühl her hätten wir wahrscheinlich auch nicht warten sollen zu Hause. Da hätte ich dann echt wahrscheinlich auf dem Weg ins Krankenhaus Panik gehabt, dass er im Auto kommt. Und das hätte ich bei bestem Willen, glaube ich, nicht gewollt. So war es für uns dann doch echt gut und ja, ich kann wirklich sagen, dass ich wieder eine schöne zweite Geburt auch hatte und dass es wirklich so lief, wie ich es mir irgendwie vorgestellt hatte, auch so von der Hebamme her, weil da macht man sich ja schon Gedanken, was hat man vielleicht für eine Hebamme, die einen betreut, aber da hatten wir wieder echt Glück und ja, so konnten wir wirklich zu dritt auch da im Krankenhaus gut irgendwie ankommen und dann auch zu Hause mit der ambulanten Geburt. Und das war der zweite Geburtsbericht von mir. Ich hoffe, ich habe jetzt keine entscheidenden Details ausgelassen, aber ihr habt ja eigentlich im Geburtsvlog schon einiges gesehen. Jetzt hier vielleicht nochmal so ein bisschen ausführlicher. Und wenn ihr noch Fragen habt, fragt gerne. Und ja, da kann man mal sehen, 1,5 Jahre Kinderwunsch irgendwie am Ende schon so ein bisschen verzweifelt, wann sich denn das zweite Kind auf den Weg macht. Und jetzt ist es da und es fühlt sich irgendwie immer noch so unwirklich an, jetzt nach 4 Wochen. Und ja, wir könnten uns aber nicht glücklicher schätzen. Und ja, ich hoffe, euch hat der Geburtsbericht gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, fragt gerne. Und ansonsten tschüss, meine Lieben, bis zum nächsten Mal.